Ich habe mich, bevor ich Fraktionsvorsitzender geworden bin, auch noch sehr viel mit Indien beschäftigt. Und wenn indische Wirtschaftsdelegationen kommen, dann haben die immer gesagt, ihr habt hier in Deutschland einen ganz großen Schatz. Den möchten wir auch haben. Das ist nämlich die duale Berufsausbildung, weil das ein komplett überlegenes System ist. Weil es ist übrigens ein marktwirtschaftliches System, weil der Markt entscheidet, was ausgebildet wird, nicht irgendwelche Politiker, nicht irgendwelche Wissenschaftler. Das atmet das System und es ist sehr praxisnah. Und ich gebe Ihnen komplett recht. Wir haben diesem System und vor allen Dingen auch den Menschen, die in diesem System leben, zu wenig Wertschätzung entgegengebracht. Ich habe Politik angefangen, da hatten wir 12,5% Jugendarbeitslosigkeit und 100.000 Ausbildungsplätze haben gefehlt. Das war Ende der 90er Jahre. Heute ist es ja genau umgekehrt. Wir haben 30.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden. Und da muss man umdenken und muss man auch überlegen, wie da jetzt auch eine Aufwertung erfolgt. Das ist ja nicht die einzige Maßnahme, die wir machen. Wir werten auch die duale Ausbildung auf. Wir versuchen auch, das Image zu heben. Das ist ja der Hintergrund für diese Umbenennung. Und wir versuchen eben auch, die Vergütung anzuheben. Das als Gesamtpaket ist für mich und als Gesamtpaket eben Stärkung der beruflichen Ausbildung. Und das als Gesamtpaket halte ich auch für richtig.